Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen bei meinem Liebeshoroskop für den Monat Juni 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf. Ich bin eure Astrologin und führe euch durch eure Konstellationen. Ja, ihr lieben Fische, die Pfingstzeit wird wahrscheinlich recht turbulent für euch mit der Familie und mit häuslichen Pflichten. Wenn ihr also Zeit für die Liebe haben wollt, lasst euch dadurch nicht zu sehr einschränken oder auch nicht zu sehr durch die Ideen von Familienmitgliedern einspannen. Je weiter der Monat dann voranschreitet, desto schöner und kuscheliger werden die Sterne für euch. Gleich gibt es mehr dazu. Vorher aber noch der Hinweis, auch diesmal verlose ich wieder 15 Minuten Kurzberatung. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran bis zum Ende des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langsam wirkenden Planeten. Da wäre als erstes für die erste Dekade Fische das Quadrat zur wilden Lilith. Die wilde Lilith steht für euch im 10. Sonnenhaus. Das kann zum Beispiel Schwierigkeiten mit einer weiblichen Vorgesetztenfigur anzeigen. Es kann auch eine Konkurrenzsituation in der Liebe anzeigen, dass da vielleicht jemand ist, wo ihr euch Sorgen macht in eurer Beziehung, dass da vielleicht eine fremde Frau eindringen will, wenn ihr Frauen seid. Auf jeden Fall ist das ein bisschen eine heikle Situation. Die Lilith steht im Schützen. Es kann auch darum gehen, dass man sehr offen was ausspricht. Und die Fische, die sind ja oft nicht so ganz offen oder die trauen sich auch oft nicht, Leuten was direkt ins Gesicht zu sagen. Und vielleicht ist es auch so, dass beruflich jemand euch etwas ins Gesicht sagt und das ist dann eine unangenehme Situation. Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Im Idealfall geht es um eine Frau, die ein bisschen schwierig ist, mit der man sich dann aber zusammenrauft und dann gemeinsam Kräfte entwickelt. Das wäre natürlich am besten. Und auf der persönlichen Ebene bedeutet ein Sonne-Lilith-Quadrat, dass es manchmal wichtig ist, verdrängte Anteile der eigenen Weiblichkeit wahrzunehmen oder man wird damit konfrontiert, wo man vielleicht sich selbst nicht so richtig wahrgenommen und anerkannt hat oder eben für Fische Männer kann es auch sein, dass eine schwierige und provokante Frau sie wieder damit in Kontakt bringt, was sie sich eigentlich wirklich von einer Beziehung wünschen. Oder auch vielleicht, wenn sie ein Mann sind, der eigentlich ganz gerne schwierige, provokante Frauen mag. Ne? Lilith, die bringt das dann eben an die Oberfläche. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 28. Februar und dem 8. März Geburtstag haben. Ja, dann natürlich weiterhin die Konjunktion mit Neptun. Euer Herrscherplanet steht ja langfristig im Zeichen Fische. Hier für euch im ersten Haus steht mittendrin in der zweiten Dekade und bringt eben eine erhöhte Sensibilität und Durchlässigkeit. Sehr schön für alle Fischegeborenen, die spirituell unterwegs sind. Kann aber auch mit sich bringen, dass man mehr Schlaf braucht, dass man viel müde ist, dass man extrem träumt. Es ist eine gute Zeit auf jeden Fall, um auf Botschaften, die über Träume reinkommen, zu achten. Also das kann sich lohnen, ein Traumtagebuch zu führen, wenn ihr das merkt, dass das für euch der Fall ist. Es regt natürlich die Fantasie an und der Neptun jetzt hier im Zusammenhang mit dem Liebeshoroskop macht euch natürlich auch sehr flirtfreudig, beziehungsweise erhöht auch sehr eure Ausstrahlung für eventuelle Flirtpartner. Also ihr wirkt da sehr anziehend, ein bisschen geheimnisvoll, vielleicht sehr charmant, verträumt, also einfach richtig süß und das wirkt schon sehr auf euer Gegenüber. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und 7. März Geburtstag haben. Dann haben wir das Sextil zu Pluto. Der steht in eurem 11. Sonnenhaus. Also im Haus der Freundschaften und auch der politischen Gruppierung. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass ihr euch jetzt verstärkt auch mal politisch interessiert und engagiert. Oder eben kann natürlich auch sein, dass Entscheidungen, gesellschaftliche Entscheidungen euer Leben betreffen. Aber es ist wahrscheinlich, dass diese Dinge eher positiv für euch sind, weil es ist ja ein Sextil. Also da werdet ihr an Stärke und Einfluss gewinnen, vielleicht auch in eurem Freundeskreis, vielleicht durch wichtige Freunde, durch wichtige freundschaftliche oder unterstützende Beziehungen. Und diejenigen von euch, die jetzt beruflich gut dastehen und die selber Einfluss haben, für die wäre es auch eine gute Idee, sich als Mentoren zu betätigen, weil dann könnt ihr auch
eben Einfluss im Leben anderer Menschen ausüben zum Positiven hin. Das wäre eine sehr schöne Entsprechung für diesen Aspekt. Auf jeden Fall hilft der den Fischen jetzt ein bisschen mehr Profil zu zeigen, mehr Ecken und Kanten und auch mehr innere Stärke zu entwickeln. Und das spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 7. und 12. März Geburtstag haben. Schließlich und endlich auch noch ein wichtiger Aspekt für euch. Langfristig ist immer noch das Quadrat zu Saturn. Der ist jetzt in der dritten Dekade der Fische und steht hier auch im 10. Haus, also in eurem Sonnenhaus für die Karriere. Und es bedeutet für viele Fischegeborene, dass sie sehr viel zu tun haben beruflich, dass sie sehr viel Verantwortung tragen müssen, dass es sehr anstrengend ist, aber auch erfolgreich. Also was ihr jetzt vielleicht auch in einer Politik der kleinen Schritte, wirklich immer eins nach dem anderen, erreicht, da werdet ihr langfristig was von haben und das bringt euch auch langfristig Anerkennung. Und da lohnt es sich dann vielleicht auch eine Anstrengung in Kauf zu nehmen. Diejenigen Fische, die diesen Aspekt direkt im Quadrat zur Sonne haben, die sind wahrscheinlich zum Teil auch am Stöhnen. Das ist vielleicht auch ein schwieriger Chef, der sehr viele Anforderungen stellt und ihnen viele Überstunden aufs Auge drückt. Aber trotzdem lohnt es sich, sich diesen Themen zu stellen, denn wie gesagt, die bringen euch dann langfristig nach vorne. Und das Quadrat, diesen Aspekt, merken jetzt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 12. und 18. März Geburtstag haben. Grundsätzlich wirken aber natürlich diese Planeten auf das gesamte Fischezeichen ein. Also auch wenn ihr das nicht direkt auf der Sonne jetzt habt, diese Aspekte, sind die aber doch thematisch für alle Fischegeborenen wichtig. Gut, kommen wir dann jetzt zu den aktuellen Konstellationen des Monats. Und wir fangen mit dem Neumond im Mai an. Der gibt ja ein bisschen die Stimmung vor. Und der ist am 25. Mai um 21.44 Uhr für euch im 4. Haus. Und deswegen habe ich gesagt, also es ist wahrscheinlich mit einigen Trubel in der Familie zu rechnen, zumal auch der Mars noch dabei steht, eventuell vielleicht auch für den einen oder anderen saftigen Streit zu Hause sorgt. Eventuell auch, da ist hier eine Opposition zu Saturn, der ja bei euch in 10, also im Karrierehaus steht, vielleicht gibt es auch Schwierigkeiten, weil ihr zu Hause sehr gefordert seid, gleichzeitig aber auch beruflich, ne, ist auch denkbar. Aber dieser Aspekt lässt dann bald nach. Das ist also diese Neumondkonstellation und, wie ich in der kosmischen Schwingung schon erwähnt habe, da haben wir eben auch das Venus-Pluto-Quadrat. Die Geschichte mit einer möglichen Zurückweisung, das kann für euch vielleicht eine Geldangelegenheit betreffen. Venus steht im Geldhaus. Vielleicht habt ihr jemandem Geld geliehen und möchtet das gerne zurückhaben und werdet dabei aber zurückgewiesen. Aber ganz unabhängig davon kann es sich natürlich auch um eine Zurückweisung in der Liebe handeln. Aber wie gesagt, mit der Aussicht auf ein Happy End. Und das würden eventuell besonders die Geburtstagskinder spüren, die zwischen dem 22. und 24. Februar Geburtstag haben, also wo der Neumond genau auf den Geburtstagsgrad fällt, also im Quadrat, der Neumond ist ja in den Zwillingen, damit im Quadrat zur Fischesonne, vielleicht spürt ihr da eine besondere Herausforderung. Ansonsten würde ich euch aber raten, einfach zu gucken, dass man ein bisschen Energie auch in die Wohn- und Heimsituation reingibt. Neumond gibt ja das Thema vor, also vielleicht in den nächsten 4 Wochen einfach mal gucken, Frühjahrsputz, aufräumen, irgendwie frischen Wind reinlassen, Leute zu euch nach Hause einladen. Das wären alles so ganz schöne Themen mit diesem Neumond. Eventuell auch, wenn ihr was zu renovieren habt, wäre das jetzt auch eine gute Phase dafür. Insofern könnt ihr den auch sehr konstruktiv nutzen. Dann ab dem 1. Juni steht die Sonne ja in den Zwillingen, weiterhin in eurem 4. Haus, bei euch zu Hause sozusagen. Dann haben wir die Venus im 2. Haus, im Geldhaus, ist gut für euch, eine gute finanzielle Phase. Die steht im Widder. Und der Merkur steht im Zeichen Stier, steht für euch im 3. Haus, sehr schön. Kommunikation fluppt und man hört euch zu und ihr seid warmherzig und ernsthaft im Austausch und auch recht gut geerdet. Dann haben wir ja den Mars, wie gesagt, in den Zwillingen im 4. Haus. Kann also sein, dass es da bei euch auch manchmal hoch hergeht. Und dann je nachdem, ne? Lasst euch davon jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Der Mars bleibt da auch nicht mehr lange, der geht ja dann in den Krebs. Dann wird es nämlich spannend. Ab dem 4. Juni ist das schon, genau.
Ab dem 4. Juni geht er dann nämlich in den Krebs, in euer fünftes Haus. Und das ist super für die Fischegeborenen. Das fünfte Haus steht ja für Lebensfreude und auch für schöne Sexualität oder Sport. Mars in 5 ist auch eine sehr sportliche Konstellation. Das heißt, würde sich jetzt anbieten für euch, dann in der Zeit mal zu gucken. Ein schönes Wetter, Juni, ne? Dass man einfach auch wirklich mal rausgeht, sich bewegt, um diese Marskräfte zu nutzen und zu aktivieren. Und diesen Aspekt mit dem Mars im fünften Haus, den spüren bis zum 28. Juni die Geborenen der ersten Dekade und danach geht er dann für den Rest des Monats durch die zweite Dekade. Ist eben auch sehr gut für die Sexualität. Es gibt aber am 4. auch einen kritischen Aspekt, das ist nämlich, wenn die Sonne hier eine Spannung auf den Neptun, euren Herrscherplaneten, bildet. Kann also auch sein, dass da in der Familie ein Missverständnis ist oder ihr werdet vielleicht nicht verstanden oder ihr selber verhaltet euch unklar. Also schaut mal, dass ihr gerade am Sonntag darauf achtet, dass nicht zu viele Missverständnisse aufkommen können. So, sehr wichtig für euch ist dann ab dem 6. Juni, da bildet nämlich dann die Venus im Stier einen sehr schönen Aspekt zur Fischesonne. Die geht dann hier in den Stier, ins dritte Haus und steht damit halt günstig für euch. Und das ist sehr schön für Liebesgeflüster und Liebesbotschaften. Ja, weil das dritte Haus, da geht es ja um Kommunikation, geht die Venus rein. Also dann tragt ihr die Liebe auf der Zunge und man hört euch gerne zu und ihr wirkt da halt sehr, sehr flirtant. Das könnt ihr auch nutzen, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Also ihr könnt dann mit süßen Worten euren Partner um den Finger wickeln, mühelos, gleichzeitig eben der Mars im fünften Haus. Also da beginnt einfach eine sehr, sehr schöne Phase, sehr kuschelige Phase, auch mit vielen erotischen Möglichkeiten, Liebesgeflüster. Drittes Haus kann auch sein, dass ihr Leute über Flirt-Apps und das Internet trifft. Das ist auch immer ganz gut dafür, wenn es euch liegt. Ne? Liegt jetzt nicht jedem, aber da könnte sich auch dann was Nettes ergeben für euch. Und die erste Dekade hat das Vergnügen mit der Venus, also die hat ja dann im direkten Aspekt zur Sonne bis zum 17. Juni, die zweite Dekade bis zum 20. Juni und bis zum 4. Juli geht die Venus dann durch die dritte Dekade. Die nimmt jetzt ganz schön Fahrt auf. Nach der langen Rückläufigkeitsphase läuft sie jetzt besonders schnell durch das Zeichen Stier. Da steht sie übrigens auch sehr gut, also da kann sie ihre Kräfte sehr gut entfalten und eben super zu eurer Sonne. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am 7., Mittwoch, den 7. Juni. Da bildet nämlich der Mond einen sehr schönen Aspekt mit der Venus und dem Mars hier im fünften Haus. Das heißt also, diese ganzen Kräfte von Sexualität und auch schönen Plänen, guten Ideen, was man anstellen könnte, sind sehr schön aktiviert. Die Planeten bilden guten Aspekt dann auch zu Neptun, zu eurer Sonne. Also das ist ein sehr harmonischer, schöner Tag für euch und auch eine tolle Flirtenergie, weil nämlich Venus und Mars hier einen super Aspekt eingehen. Der wirkt dann auch noch weiter bis zum 9. Also das sind dann eigentlich drei gute Tage für euch. Am Freitag, den 9., um genau 15:09 Uhr, ist ja dann Vollmond und der ist jetzt für euch auf der Achse 4:10, also Familie und Karriere. Und vielleicht könnt ihr mit dem Vollmond ein bisschen Erkenntnisse darüber gewinnen, wie jetzt der Rückhalt in eurer Familie euch stärken kann, wenn es um Herausforderungen hier im 10. Haus der Karriere geht. Und da sind ja einige, ne? Habe ich ja vorhin erläutert. Da haben wir einmal die Lilith, die widerborstige Frauenfiguren anzeigt oder vielleicht auch für euch selber eben eine Situation, wo ihr euch als Frau behaupten müsst. Oder eben Saturn und Saturn, der grantige Chef oder auch die Anstrengungen. Also da ist einiges gebacken. Und vielleicht könnt ihr ja mal mit der Familie Rücksprache halten, wie die euch den Rücken stärken kann. Am 14. Juni ist ein etwas kritischer Tag für euch, denn da haben wir den Merkur hier in den Zwillingen, der bildet dann Quadrat zum Neptun. Es könnte also sein, dass jemand in der Familie nicht die Wahrheit sagt oder dass es da Diskussionen eben drum geht, was jemand gesagt hat oder ihr euch vielleicht hintergangen fühlt oder vielleicht aber auch andere von euch einfach denken, Mensch, das habe ich nicht verstanden mit Neptun. Steht ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass ihr euch so in gewisse Nebel hüllt. Also da muss man mal gucken, dass man dann vielleicht eine Aussprache anstrebt. Genau, aber dann gibt es auch einen Top-Tag, da kann man vielleicht auch dann schon wieder zur Harmonie finden. Das ist nämlich Freitag, der 16. Das ist ein sehr schöner Tag für euch. Da haben wir den Mond in den Fischen.
Wenn ihr jetzt nicht gerade hier von der Lilith-Frau gestört werdet, ansonsten aber sehr, sehr schöne Konstellationen für euch, sehr harmonisch und ihr seid dann sozusagen mit euren Gefühlen und eurem Selbstausdruck im Einklang und könnt dann eben auch, habt dann einfach auch eine tolle Ausstrahlung auf eventuelle Flirtpartner oder könnt euren festen Partner um den Finger wickeln. Und der Neptun, der ist dann hier stationär, das heißt, das ist dann auch die Zeit, wo der Neptun dann langsam rückläufig wird. Das heißt, der entfaltet zu der Zeit besonders starke Kräfte. Also alle Fischegeborenen, die jetzt die Neptunkräfte auch sehr stark anzapfen, sei es als Künstler, sei es als spirituelle Menschen, sei es als Helfer und Heiler, die werden wahrscheinlich in diesen Tagen überhaupt eine sehr intensive Zeit erleben, sehr stark in Verbindung mit diesen Fischekräften der Fantasie, des Mitgefühls oder auch der künstlerischen Eingebung sein und dann eben noch besonders an diesem Freitag, wenn der Mond dann da auch noch drüber läuft. Also ich denke, das ist für euch ein Top-Tag. Dann habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden. Das ist nämlich der 21. Das ist dann auch die Sommersonnenwende. Das ist, wenn die Sonne ins Zeichen Krebs geht. Und damit geht sie dann eben auch bei euch ins fünfte Haus und läuft dann den Monat drauf. Den ganzen Monat, während sie im Krebs ist, steht die Sonne in einem günstigen Aspekt zur Fischesonne. Und dafür noch bei euch im fünften Haus ist, das heißt, das betont das Thema Lebensfreude, Selbstausdruck und auch eure Fantasie und Kreativität ist da sehr stark angesprochen. Und da würde ich euch auch sagen, dann in der Zeit, wenn die Sonne im Krebs ist, alle Tätigkeiten, die mit Hobby zu tun haben, die mit Kreativität zu tun haben, bauen dann auch eure Vitalität auf. Ne? Da tut ihr auch dann gleich eurer Gesundheit noch was Gutes. Und das ist ja ein wichtiges Thema, wie ich in dem Mondknoten-Special angesprochen habe. Denn der Mondknoten, der ist dann bei euch ja jetzt im sechsten Haus und betont 1,5 Jahre das Thema Gesundheit und eine gute tägliche Routine, dass ihr für euch selbst sorgt und euch dann gut fühlt mit euren täglichen Abläufen. Und das könnt ihr dann eben während der Krebszeit schon mal ein bisschen üben, was ihr tun müsst, um euch vital und fit und gesund zu fühlen und dabei auch noch Spaß zu haben. Genau, und dann haben wir noch mehrere schöne Aspekte. Wir haben nämlich da auch die Venus als Liebesplanet auch noch in einem super schönen Aspekt zu eurem Herrscherplanet, zu Neptun. Das ist halt auch noch mal, das betont noch mal die Liebe und auch aus dem dritten Haus heraus die Kommunikation, also Liebesgeflüster. Der Mond ist dann auch noch dabei im Stier, ist eine super schöne Zeitqualität für euch. Und auch der 24. Juni, der Neumond dann im Krebs, ist auch nochmal ein Top-Tag für euch. Denn dann haben wir die Planeten alle bei euch im fünften Haus. Der Merkur geht dann auch ins fünfte Haus für euch. Also richtig geballte Planetenpower für euch im Haus der Lebensfreude. Es ist auch eine sehr gefühlvolle Energie, aber als Fische kommt ihr ja mit Gefühlen eigentlich meistens gut klar. Es sei denn, ihr gehört zu den Fischen, die Gefühle immer so ein bisschen verbergen. Gibt es bei den Fischemännern schon mal, aber im Großen und Ganzen solltet ihr da echt super in den Flow kommen. Deswegen überlegt euch dann zu dem Neumond auf jeden Fall auch, was wollt ihr in den nächsten 4 Wochen Kreatives oder auch Sportliches tun, wo ihr wirklich merkt, boah, da schlägt mein Herz höher, wenn ich daran denke, das wird mir gut tun. Das ist dann ein ganz großes Thema und ist natürlich auch eine tolle Konstellation für eine erfüllende und erfüllte Sexualität. Genau, das sind die wichtigsten Konstellationen im Monat Juni. Also Ende des Monats geht dann auch der Mond nochmal bei euch ins Partnerhaus. Es steht dann in der Jungfrau. Das ist auch nochmal schön für die Fischegeborenen. Aber ansonsten bleibt alles so, wie es bis dahin ist. Mars und Venus stehen gut zur Fischesonne. Das bleibt auch noch bis in den Juli hinein so. Also deswegen genießt einen kuscheligen Monat. Genau. Ja, die Verlosung. Das kennt ihr ja schon so ein bisschen. 15 Minuten Kurzberatung für alle, die mir hier einen netten Kommentar schreiben und meinen Kanal abonnieren. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, wäre das jetzt die Gelegenheit. Und ein Hinweis noch, besucht mich doch in meinem Webinar Antonias Sterne. Da könnt ihr mir auch eine Frage zu eurem Horoskop stellen, mich kennenlernen und die Art und Weise, wie ich berate. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Also, damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.